Moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück in Bahrain mit dem Virus. Hallo, lieber Camillo, willkommen am anderen Ende der Nahrungskette, du mich ja auch. Ich komme dich noch früh genug holen, glaub mal. Ja, wollen wir auch mal sofort starten? Ich freue mich so, oder auch nicht. Na, einigermaßen gut gestartet. Aber nicht so gut wie beim letzten Mal. Fuck. Okay, wie weit komme ich nach vorne? Jetzt wird's interessant. Oh nein, oh nein! Das ist doch verfickt nochmal nicht wahr. Da ist man auf Platz 3 vorgefahren. Platz 5 vorgefahren. Und dann wird man gedreht. Ja, bei dem Überholmanöver, weil du ja so schnell nach vorne willst, ist ja kein Wunder, dass du da einen drauf kriegst. Nee, da war Platz, aber der Arsch wollte mir keinen Platz lassen. Ich weiß jetzt nur nicht, wer es war. Ach, ist das ärgerlich, ey. Gut, dass nichts dabei kaputt gegangen ist. Oh, das ist gut, das hören wir doch immer gerne. Ja, ganz toll. Jo, dann halt nicht. Muss man sich an diesen Nichtskönnern vorbeimogeln hier. Nee. Gucken. Das war hier schön. Gut, dass meine Reifen ziemlich neu waren, dass ich nicht viel damit gefahren bin. Ja, dann hast du noch relativ sehr guten Grip, dass du da noch was reißen kannst. Ja gut, wir haben ja sowieso alle Glück gehabt, weil es ein Regen-Qualifying war, ne? Ja, da hatten wir andere Reifen als jetzt beim Fahren, deswegen sind die noch frisch, fröhlich, frei. Ach nee, Quatsch, hier war ja gar kein Regen. Nee, das war ja bei dem anderen Rennen. Oh, jetzt bringst du mich schon durcheinander hier. Die Kollision mit Wehrlein verursacht. Klar, ich vor allen Dingen. Die fahren einen rein und ich hab die Kollision verursacht. Da war ich ein bisschen zu schnell, hätte ich eher bremsen müssen. Gibt's doch nicht, komm rum. Na. Was soll das denn? Oh Mann, ey. Mein Ferrari wollte mich gerade trollen, ey. Alter. Hör auf damit. Tu mir das nicht an, Digga. So. Oh. Gut, dass die immer zu früh bremsen. Alter, wieso fahre ich diese Kurve schon wieder kacke, ey? Mann, das ist doch behindert, ey. Das war eng. Quert ist Achter in seinem Toro Rosso, Alter. Was geht das denn? Krass. So, ein blindes Huhn findet auch mal ein Dampfschiff.
Ja, der mit seinem Toro Rosso hat echt Arschkarte. Der kommt ja auf der Geraden gar nicht vorwärts. Oh, oh. Oh nö, jetzt habe ich den doofen Holländer vor mir. Ach du Jemine. Du hast wieder Beleidigungen drauf heute. Ich habe ja nur doofen Holländer gesagt. Ich habe ja nichts anderes gesagt. Das ist aber schon grenzwertig. Nö, wieso? Der ist doch doof. Von daher passt das doch. Ja, wenn ich schon die Erste bin, habe ich wenigstens die schnellste Rennrunde gefahren gerade. Ach, Ocon. Entscheid dich, was du da machst. Ja, Ocon gecasht. Leck mich am Arsch. Die Force India sind ja echt nicht schlecht auf der Strecke. Krass. Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Hallo Perez. Warum? Da meint er tatsächlich zu mir, soll in eine Box fahren. Was ist bei dem denn kaputt? Ja, weil jetzt das Boxenfenster offen ist. Mehr ist das ja nicht. Achtung, Achtung. Wieso? Ist was passiert? Jo, da ist einer hängen geblieben. Eieiei. Hat sich gelohnt. So, Bottas, komm her. Oh, der Hamilton fährt jetzt schon in die Box, alles klar. Oh, Daniel, gute Runde.
Ich habe ja jetzt auch Platz gerade. Oh, meine Reifen sind schon gelb. Naja. Wir haben ja auch schon 7 Runden auf dem Buckel. Bei mir ist Gott sei Dank erst einer gelb. Na, von dem Hamilton war das gar keine schlechte Idee, dass der so früh reingegangen ist. Oh, 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 oh. So, Bottas, kuscheln wir jetzt ein bisschen, ja? Oder machst du freiwillig Platz? Nee, natürlich nicht. Aber ich krieg DRS, dann kannst du mich mal am Arsch lenken. Der macht die Tür zu, das gibt's doch nicht. Ich habe natürlich sowieso die Arschkarte, da muss ich jetzt sowieso erstmal gucken. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,9 Sekunden. Ja, so langsam geben die Vorderreifen schon ein bisschen nach. Man fährt immer schwammiger. Naja. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, doch. Ich hab's doch angekündigt, Mann. Wow, noch gerade eben auf die 80 km/h runtergekommen. Daniel, du, ich hasse dich. Ja, du hast doch gleich deine Position übel. Los jetzt. Ja, scheiße, ich hab jetzt voll gepennt, ey. Ich hätte schon eine Sekunde oder eher losfahren dürfen. Nein. Wie gesagt, ich muss ja auch noch in die Box, von daher ist eh wurscht. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Sei gut zu diesen Reifen, ja. Sorry, ich hab irgendwie einen trockenen Hals gerade. Oh ja, mich stört's nicht. Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Ihr scheiß gelben Reifen. Ah, die fahren sich nicht so wie die roten. Das ist so kotzen. Ja, meine roten fahren sich auch nicht mehr toll. Eine Runde mache ich noch. Boxenstopp.
Ja, will ich ja. Hat er dich jetzt auch noch mal drauf, Dings? Ja, wir stehen parat. Komm die so runter. So, Daniel, jetzt ganz genau gucken, wo die Linie ist. Oh, gerade so eben. Sehr schön. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Wow, super Boxenstopp. Kann man nicht meckern. Diesen Reifen schaffe ich doch locker ins Ziel, Mensch. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh. Diese Kurve habe ich jetzt etwas verwuckelt. Wuckel, duckel, duckel, dackel, dickel, dackel, duckel, die Riegel. Oh, macht ja nix. Doch, mir sehr viel. Oh, hier hinten dümpelt einer rum. Ja, der war letzte Runde schon. Bischstoffel. Der arme Van Dorn. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, drei Runden brauche ich nicht mehr. Dann ist das Rennen sowieso vorbei. Danke, Marc, für die Info. Vor allem, er sagt drei Runden und auf der Anzeige stehen bei mir zwei. Okay, Abstand zum Teamkollegen. Also die noch gehen mit extra Benzin.
Jawohl! Weiß ich Bescheid. The Science habe ich vor mir. Mhm. Die Kurve war kacke. Die war schlecht, die Kurve. Ja! Yes! Gewinner! Gewinner! Ja! Jawohl, ich hab's geschafft! So. Oh, ja, Daniel hat sich sehr gut nach vorne gekämpft. Hast du gut gemacht. Jo, der Scheiß beim Qualifying passiert mir nicht nochmal, du. Yay! Jawoll! Haben wir das auch durch? Eieiei. Was ein Kampf. Ja, sehr schön. Da jubelt die Menge, da strahlt das Volk. Ja, dann gucken wir doch mal. Ja, standardmäßig ja, vorne. Fast. Auf die Rangliste. Eieiei. Punktemäßig habe ich aber nicht da, aber noch. Okay. Rang 3 ja, mit 48 und kurz vor der Hamilton mit 51 vor mir. Ja. Du bist aber wieder gut dran. Also bist ja nur auf 3 Punkte von ihm weg. Und auf Daniel Ricciardo hast du ja auch noch 20 Punkte Vorsprung. Von daher geht das noch. Der Perez ist gut. Hätte ich nicht gedacht. Der Bottas dümpelt da unten noch so ein bisschen rum. Ja. Die Punkte taten auf jeden Fall jetzt gut. Kontrollierswertung 116. Ja, geht doch. Das ist doch mal schöner Vorsprung. Ja, Freunde, das war's gewesen. Das war Bahrain, der große Preis. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und hoffentlich dann wieder richtig gescheit und dann starten wir wieder durch. So kann es weitergehen, du. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Rennwochenende. Macht's gut. Ciao mit V.